Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über Coin Payments geschrieben, welches er mit 4,2 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Coin Payments Wallet – Erfahrungen. Coin Payments Review. Auf der Suche nach der besten Wallet bin ich irgendwann auf Coin Payments gestoßen. Was mir wichtig war, mehrere Kryptowährungen in einer Börse. Ich war es leid, gefühlt für jede Kryptowährung eine andere elektronische Geldbörse zu haben. Irgendwann verliert man da den Überblick und man hat einfach keine konkrete Vorstellung mehr von seinen eigenen Ressourcen. Ich will euch heute erzählen, was Coin Payments alles bietet und was ich davon halte. All das findet ihr heute in meinem Coin Payments Erfahrungsbericht. Coin Payments Funktionen. Die Plattform bietet die optimale Lösung für Verkäufer und Privatleute. In erster Linie allerdings bieten sie eine Komplettlösung an für Shopbetreiber im Internet, die eine einfache Methode suchen, Kryptowährungen als Zahlungsmittel in ihrem Shop zu akzeptieren. Mit der Coin Payments API gibt es eine einfache Anwendungsschnittstelle, die sich schnell und einfach auf der eigenen Webseite integrieren lässt. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere Merchant Tools, die schon schlüsselfertig abzuholen sind. Man kann unter anderem ein Shopping Cart Plugin herunterladen, diverse einfache und weiterführende Buttons, Donation Buttons und Point and Sale Interface. All dies kann man dafür verwenden, dem Kunden ein möglichst simples und schnelles Zahlungsverfahren zu ermöglichen. BitGo Instant. Mit dieser Schnittstelle zum Beispiel werden Bitcoin-Bezahlungen so schnell wie möglich durchgeführt. Zudem ist auch alles über BitGo zu 100% abgesichert durch Multisignaturtechnologie. Bei dieser sind mehrere Schlüssel, sogenannte Keys, notwendig, um eine Transaktion zu autorisieren. Vault. Der Vault oder übersetzt Tresor ist eine Möglichkeit, sein Kryptogeld für eine bestimmte Zeit zu verschließen. Das heißt, man legt ein gewisses Datum fest und packt dort eine bestimmte Summe an Geld ein und vor diesem Datum kann man das Geld nicht ausgeben. Wer seine Finanzen nicht so gut im Griff hat und dazu tendiert, Geld, was er auch hat, auszugeben, der kann auf diese Weise es unter Verschluss halten. Coin Payments App. Alles, was man am Browser erledigen kann, lässt sich auch über die App steuern. Unterstützt werden Android- und iOS-Systeme. So erhält man über das Smartphone vollen Zugriff und absolute Flexibilität. Man kann Zahlungen über das Handy empfangen und versenden. Sogar eine Transaktion zwischen zwei Personen ist so möglich. Automatischer Währungsumtausch. Man empfängt etwas in der eigenen Währung, will aber eigentlich die andere Währung. Normalerweise muss man jetzt den Weg zur Tauschplattform gehen. Das beansprucht alles Zeit und ist ein Schritt, den man sich sparen kann. Bei Coin Payments werden auf Wunsch die Coins schon in die Wunschwährung konvertiert, sodass man sich unnötige Tauschgebühren sparen kann. Coin Payments PayPal. Man hat sogar die Möglichkeit, hier mit PayPal zu bezahlen. Kauft man über die Plattform also Kryptowährungen, kann man sie über PayPal abrechnen lassen. Gerade PayPal ist sehr unkompliziert und viele Menschen auf der ganzen Welt nutzen es. Coin Payments Wallet. Die Besonderheit der Wallet ist, dass man nicht nur Bitcoins aufbewahren kann. Es werden 65 Altcoins, also alternative Coins, unterstützt. Dazu gehören zum Beispiel Litecoin, Dash, Dogecoin, Ether, Zcoin, Zcash, Monero, Goldcoin, Etzcoin, Bitcent und viele mehr. Coin Payments Affiliate Programm. Auch diese Plattform vertraut auf die Kraft des Empfehlungsmarketings. Wenn dir der Anbieter gefällt und du jemanden kennst, der auch mit Kryptowährungen aktiv ist, dann kannst du ihm Coin Payments empfehlen. Als registrierter Nutzer erhält man einen persönlichen Referral-Link. Wenn sich darüber jemand anmeldet, dann wird man für 5 Jahre an all den Transaktionen beteiligt, die der neue Partner über die Plattform laufen lässt. Genauer gesagt bekommt man 25% der Transaktionsgebühren, die sie zahlen müssen. Coin Payments Review. Ich habe meiner Meinung nach die beste Wallet gefunden. Die Anmeldung ist kostenlos und die Gebühren sind mit 0,5% extrem niedrig. Wie ich am Anfang schon beschrieben habe, ging es mir irgendwann auf den Zeiger, so viele Wallets zu haben. Übersicht sieht nämlich definitiv anders aus und wenn einem die Übersicht fehlt, kann man auch logischerweise den Überblick nicht behalten. Da ich aber gerade bei Finanzen immer gerne genau weiß, was ich habe, musste etwas Neues her. Seit 3 oder 4 Monaten bin ich hier angemeldet und wurde bisher nicht enttäuscht. Zu Anfang musste ich erst einmal alles in die Wallet transferieren, was etwas aufwendig war. Die Transaktionen an sich waren jedoch immer schnell und zuverlässig angekommen, sobald ich sie getätigt hatte. Die Vault- oder Tresor-Funktion finde ich übrigens auch sehr spannend. Auch wenn ich in der Überzeugung bin, es nicht zu brauchen, da ich einen sorgsamen Umgang pflege, habe ich dennoch einen kleinen Teil meiner Bitcoins dort gelagert. Das ist quasi der Teil, den ich bis auf das Maximum reizen will. Wenn sich der Kurs tatsächlich so entwickelt, wie einige behaupten, dann will ich auf diesen Teil zurückgreifen können. Das heißt, ich plane, diesen dort wirklich ein paar Jahre liegen zu lassen. Den größten Vorteil sehe ich aber in den insgesamt 65 verschiedenen Währungsformen, die angeboten werden.
Dazu kommt noch, dass die Plattform stets bemüht ist, auf die Wünsche der Community einzugehen. Das sieht dann so aus, dass regelmäßig Voting stattfinden über neue Coins, die eventuell aufgenommen werden sollen. Insgesamt ein sauberes, schön strukturiertes Konzept, was einfach funktioniert. Es gibt alles das, was man will und mehr. Die App habe ich mir auch vor 3 Tagen geladen und kann darüber bisher auch nichts Negatives berichten. Sie läuft tadellos und man hat im kompakten Format nochmal alles, was man wissen muss und was man machen kann. Fazit: Ich kann es wärmstens weiterempfehlen an alle, die sich eingehend mit verschiedenen Kryptogeldern beschäftigen oder beschäftigen wollen in der Zukunft. Die Thematik an sich ist es auf jeden Fall wert und mit Coin Payments hat man einen guten Partner an der Seite. Wie immer gilt: Solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.